Hallo und willkommen zu einem Get Ready With Me heute. Was habe ich auf der Stirn? Was ist schief mit mir? Ich zeig euch. Keine Ahnung, ob ihr das kennt. Das ist ein Schröpf. Damit kannst du deine Haut so einsaugen. Und dann zieht das so die Haut ein. Ich dachte mir so, ja komm, mach das im Gesicht. Das ist bestimmt gut. Ja, auf jeden Fall geht es jetzt heute in diesem Get Ready With Me also darum, das hier gut abzudecken. Und mein Nachbar, also unser Nachbar, feiert seinen 30. Und da sind wir dann natürlich auch kurz im Garten. Und dafür mache ich mich dann jetzt mal ready. Ich erstmal die Haare aufmachen. Ja, komm, wir fangen mit den Haaren an. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, dass ich zwischendurch einfach mal Get Ready With Me filme, weil ich sie selber super gerne angucke von anderen Menschen. Gerade ging hier so ein, der Bruder von dem, der jetzt Geburtstag feiert, die bauen im Garten ein Zelt auf. Und er ging hier so vorbei und sah mich dann halt hier im Schlafzimmer. Mit diesem Ding auf der Stirn und diesem Ding in den Haaren. Er sagt so, wo ist mein Bruder? Ich weiß es nicht. Er ist so da hinten beim Zelt, oder nicht? Oh Gott, ich habe mich gerade richtig blamiert. So, letzte Strähne. Die Seite jetzt ein bisschen besser als die andere, aber das machen wir sowieso gleich. Jetzt stecke ich mir die erstmal kurz zur Seite. Oh, sonst habe ich alles im Gesicht. Gerade sehe ich aus wie ein Hofnarr. Ah, Leute, hoffentlich kriegen wir das heute noch hin. Oh, wieso bin ich so schlau? Naja, nehmen wir erstmal ein Schlückchen Kaffee, ne? Ein bisschen Liquid Moisturizer. So, das geht schnell wieder weg. Ich habe keine Lust, jetzt eine Woche lang das immer überschminken zu müssen. Auf jeden Fall bin ich ja letztens 29 geworden, Leute. Und ich fühle mich einfach überhaupt nicht so. Ich weiß nicht, wo die ganze Zeit hin ist. Ich habe so einen schröpfblauen Fleck auf der Stirn. Macht das eine 29-Jährige? Ich glaube nicht. Also entweder ist die Zeit vorgespult oder ich bin echt hängen geblieben. Was nicht schlimm ist an alle, die auch hängen geblieben sind. Wir sind halt der Club der hängen gebliebenen. Aber um mich selber zu verteidigen, es ist ja auch einfach so super viel passiert. Also wenn mir Leute sagen, dass Corona jetzt schon 3 oder 4 Jahre her ist, was? Man denkt einfach, dieses sichere Leben, was man hier hat, das kann einem keiner nehmen. So, man denkt immer Krieg, ach, das wird hier nicht kommen. Dies und das, aber dir kann alles einfach sofort genommen werden, wenn es sein muss. So. Grünen Lidschatten, weil das hier rot ist und grün ist ja die Komplementärfarbe von rot. Einfach so ein bisschen, um das zu color correcten quasi. Ich habe leider meinen Color Corrector nicht gefunden, aber so geht's auch. Bester Concealer, Catrice Camouflage, wer sonst? Wo waren wir stehen geblieben? Also ich bin 29 geworden und ich hatte eine richtige Midlife-Crisis. Also, gefühlt habe ich die auch immer noch, weil ich fühle mich so verloren. Ich habe noch keine Kinder. Ich werde nächstes Jahr 30. Ich habe immer gesagt, das ist das letzte Jahr in meinen 20ern. Das letzte Jahr in meinen 20ern. Dann übertrete ich ein neues Jahrzehnt. Akku ist leer gegangen. Ich habe jetzt erstmal ein Ladekabel geholt und gerade gar keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind. Aber in der Zwischenzeit war ich auf Instagram kurz und habe unter meinem Beitrag gesehen, oh, so dumme Kommentare, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, wo ich das POV mache. You're an overweight woman. Also POV, du bist eine übergewichtige Frau und versuchst dich in deinem Körper gut zu fühlen. Und dann gibt es einfach so, weißt du, so Kommentare, wo jemand zum Beispiel schreibt, also weil es geht in dem Video halt darum, dass andere Leute einfach die ganze Zeit kommentieren, was du machst und es für falsch halten. Und man versucht sich anzupassen oder man versucht vielleicht sogar was umzusetzen, aber im Endeffekt kannst du nichts richtig machen. Und daraufhin hat mein Bruder dann kommentiert, wenn es einen selber nicht stört, ist es egal. Andere machen sich 5 Sekunden Gedanken um dich und denken dann wieder nur an sich. Aber man selber denkt 64.773 Jahre über das Gesagte nach. Dann meinte irgend so ein random Dude, wenn es dich selber nicht stört, weißt du, was mit dir falsch ist. Und dann schreibt er, natürlich gehst du in keinster Weise darauf ein. Die Wahrheit tut weh. Man muss kommentieren, wenn Übergewicht glorifiziert wird. Dann habe ich halt geschrieben,
Es geht gar nicht darum, den Körper zu glorifizieren, falls du es nicht gemerkt hast, weil es einfach in diesem Video nicht darum geht zu sagen, mein Körper ist toll, wie er ist, ich bin fett und stolz drauf oder so. Und selbst daran ist nichts falsch in meiner Meinung nach, wenn du jetzt zum Beispiel übergewichtig bist und dazu stehst und sagst, ich will gar nicht abnehmen, ich liebe mich, wie ich bin. Und ja, es ist vielleicht hier und da mal anstrengender, vielleicht bist du auch sportlich, ey, warum mischt man sich so in das Leben von anderen Menschen ein? Das verstehe ich nicht. Jetzt wird dieses Video kippt gerade ein bisschen von meiner Stimmung her, weil ich diese Kommentare gelesen habe. Ich meine, ich war nicht mein Leben lang dick. Es gibt ganz viele, die waren schon von Kindheit an dick und kennen es gar nicht anders. Ich, Leute, vielleicht wissen es noch einige, ich bin erst in Corona so breit geworden. Also in Corona habe ich noch mal ziemlich viel. Ich habe vorher auch schon zugenommen und so. Ich war früher aber ganz normalgewichtig, ne, bis schlank einfach. Also ich bin ja 1,60 groß und ich habe meine 55 Kilo damals gewogen. Und dann habe ich halt Schilddrüse bekommen und so weiter. Falls euch diese Story genauer interessiert, habe ich auch ein Video auf meinem Kanal. Ich glaube, das ist das Abnehmen-Video, wie ich 25 Kilo ohne Sport abgenommen habe. Ich kenne es auch, wie es ist, schlank zu sein. Und ich habe früher selber auch oft so gedacht, bin ich ganz ehrlich zu euch, ich habe früher auch oft gedacht so, oder ich meine, ich war auch jünger, ne, so mit 16, 17, habe ich auch gedacht so, ja, zieh dich doch, wenn du schon dick bist, dann vernünftig an. Und ehrlich zu euch sein, ich war früher selber so. Und wahrscheinlich war das auch die Strafe, die ich bekommen habe dafür, damit ich mal sehe, wie das ist. Was mache ich hier? Kann mir das mal einer erklären gerade? Auf jeden Fall weiß ich auch, wie es ist, halt normalgewichtig oder schlank zu sein. Und ich habe einen deutlichen Unterschied gemerkt anhand dessen, wie man halt behandelt wird, wie man in verschiedensten Situationen tatsächlich, also sei es in Restaurants, sei es von Freunden, von der Familie. Oh Leute, dieser Lip Balm, ne? Er riecht nicht sonderlich gut, aber er ist so geil. Das ist so einer von denen, die nicht süchtig machen, sondern wirklich was bringen. Also bei mir auf jeden Fall. Du machst sie drauf. Das ist eigentlich eine das ist Essence Overnight Lip Mask Booster Oat Milk. Also Hafermilch. Eigentlich klingt es total unattraktiv und ich weiß, ich hätte es mir selber wahrscheinlich niemals gekauft, aber meine Schwägerin hatte das und dann habe ich das ausprobiert und mega begeistert. Eigentlich ist es eine Overnight Lip Mask, also eine Maske, die man über Nacht drauf macht, aber ich benutze es einfach als Lippenbalsam. Nur weil du übergewichtig bist, heißt das doch nicht, dass du dir jede Scheiße geben darfst, so, weißt du? Dass du dir alles einfach gefallen lassen darfst, dass Leute einfach deinen Körper kommentieren, auch bei schlanken Menschen, auch bei untergewichtigen Menschen oder auch bei normalgewichtigen Menschen. Warum kommentiert ihr die Körper von anderen Menschen so? Kommentiere ich deinen Körper? Onkel Hans, nein. Dein Körper ist sicherlich auch nicht schön. Also ich glaube, ich habe das Ding ganz gut abgedeckt, oder? Was sagt ihr? Hallo Emil. Hallo? Ja. Und dort Zango. Ja, ich wollte fragen, ob du die Box hast. Ich wollte ein bisschen Musik hören. Okay. Hast du sie? Ja, aber okay. Nehmen sie gleich. So, nein, dann behalt die. Ciao. Auf jeden Fall möchte ich gerne dieses Jahr so ein bisschen, ich meine, es ist wie gesagt mein letztes Jahr in den 20ern, das heißt, ich möchte so ein bisschen was draus machen, so ein bisschen dieses Main Character, sich so fühlt, sich so benimmt, Dinge macht, die ein Main Character normalerweise macht, also die Hauptrolle in einem Film. Und ich finde diesen Gedanken irgendwie so toll, weil es ist so, Leute, es ist einfach so. Du bist 24/7, 7 Tage die Woche, jede Woche, jeden Monat, dein ganzes Leben, die ganze Zeit mit dir selbst. Du bist einfach, du kannst dich von dir selber nicht lösen. Du bist einfach die ganze Zeit mit dir. Und weil das so ist, solltest du doch diese Zeit schön gestalten. Du solltest dich selber lieben, du solltest dich selber gut finden, du solltest Dinge tun, die du magst, du solltest auf dich Acht geben. So, Freunde, jetzt kommt die schnellste Nasenkontur. Einmal mit allen Fingern. So.
blend, 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 blend. Kommen wir zum schönsten Part, dem Rouge. Nehme ich mir das hier. Und jedenfalls bin ich zurzeit am Ausprobieren, wie bekomme ich es hin, dass ich mich wie der Main Character fühle? Was kann ich machen, um das zu tun, was ich tun möchte? Ich habe komplett fertig gemacht und es wurde nicht gespeichert. Das heißt, ich versuche es jetzt nochmal kurz zu erklären, was ich gemacht habe. Erstmal, ich war unzufrieden mit meinen Haaren. Also habe ich gesagt, ich mache mir meine Bangs. Habe ich mir einen Lockenstab genommen und es damit gemacht und ein paar Wellen hier noch so reingemacht. Aber so ganz zufrieden bin ich immer noch nicht. Dann habe ich überlegt, ich mache meine Haare hoch. Hey, mit einer Spange. Und dann dachte ich mir, nein, ich sehe dann wirklich aus wie eine Oma. Das kann sein, dass es an meiner Midlife Crisis liegt. Es kann auch sein, dass diese alten Frisuren mich daran erinnern, dass ich alt bin. Oder dass ich halt auch wirklich einfach aussehe wie 40? Ich weiß es nicht. Vielleicht sind es auch Selbstwahrnehmungsstörungen. Jedenfalls so richtig fühlen tue ich es nicht. Also habe ich gesagt, ich lasse es jetzt einfach so. Dann meine Haare noch hier so schön nach hinten. Aber egal, ich muss jetzt was essen, weil ich habe echt Hunger. Und bedanke mich an alle, die zugeschaut haben. Schreibt gerne, wie gesagt, in die Kommentare, ob ihr sowas öfter sehen wollt. Versuche ich euch einfach so ein bisschen abzudaten aus meinem Leben.